Hallo ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt heute ein bisschen Zeit mitgebracht, weil ich habe etwas relativ Spannendes vor. Ihr kennt das ja, wenn YouTuber so ihre Schminksammlung zeigen. Ich habe jetzt nicht diesen typischen Schrank von IKEA, sondern eine ganz andere Aufbewahrungsmethode und davon möchte ich euch mal einen Teil zeigen. Bleibt also dran! Weil ich eben diesen IKEA-Schrank nicht habe, habe ich mir was anderes überlegt. Und noch funktioniert das. Mal gucken, wie lange es dauert. Und zwar habe ich mir so kleine Boxen gekauft. Und da habe ich Wäscheklammern dran gemacht. Und hier seht ihr, da steht Stifte drauf. Das heißt, diese Kisten stehen alle nebeneinander. Eine mit Foundation, eine mit Puder, eine mit Fixing Spray, eine mit Stiften. Und da gucken wir rein und schaut euch das mal an. Das ist alles, was ich habe nach nur einem halben Jahr. Ist viel, oder? Dann fangen wir mal an, oder? Was meint ihr? Also, ich zeige sie einfach mehr oder weniger im Schnelldurchlauf. Und bei den Produkten, die ich richtig gerne mag, da werde ich das auch sagen. Und die werde ich euch aller Voraussicht nach auch verlinken, damit ihr die vielleicht nachkaufen könnt, wenn euch das interessiert. Wo ich nichts sage, ist so... Ja, habe ich, aber benutze ich manchmal, aber eben nicht häufig. Hier ist mein erstes Schätzchen. Mein Zauberstab von Douglas. Der war ja da im Angebot. Den haben die irgendwie kurz vor Weihnachten auf den Markt gebracht. Und der kostete damals um die 7, 8 Euro. Ist oben einmal ein Lidschatten drin und unten ein Kajalstift. Den benutze ich auch, weil der ist sehr haltbar, muss aber angespitzt werden. Ich bin im Moment faul, mag keinen Spitzer suchen und darum ist der jetzt einfach zur Zierde. Dann habe ich von Miss Rose, whoever it is, Miss Rose Professional Makeup, habe ich einen Stift. Und zwar ist das in der Farbe 06 Spanish Pink und es ist ein Lipstick. Ist halt auch ein Stift. Und den finde ich gar nicht so schlecht. Den können wir mal kurz drauf machen. Bisschen fest. Ihr seht, ist meine Lippenfarbe alles prima. Ein Stift. Dann habe ich noch zwei Sachen, die möchte ich euch demnächst etwas näher vorstellen. Und zwar sind das... Sticks mit flüssig oder mit einem Creme Highlighter und einem Creme Konturprodukt. Und zwar werde ich demnächst mal ein Video machen mit dem Titel, ob Creme Produkte für uns ältere Häutchen besser sind oder nicht. Und da kommen diese beiden Schätzchen von der Firma Youster zum Einsatz. Die hatte ich in meinem Weihnachtskalender drin. Wollen wir mal gucken. Oh, hier haben wir noch einen Stick. Ist nicht ganz ein Stick, aber trotzdem da drin, keine Ahnung warum, aber wenn ich ihn schon mal in der Hand habe, zeige ich ihn euch. Ist von Catrice, Dewy for Lips, ist halt ein Lipstick, auch den. Passt. Also die beiden Produkte passen farblich schon mal perfekt zusammen. Völlig genial, was man alles so findet. Auch nicht wirklich ein Stick, aber auch da drin, weil es für mich schon... Die zweite Tube ist von Catrice Liquid Camouflage Under Eye Primer. Den habe ich euch schon mal in einem Video vorgestellt und den finde ich auch richtig, richtig gut. Mit dem passenden Concealer zusammen. Und ich meine, er war in dem Video kosmetische Traumpaare. Da müsst ihr mal schauen, weil ist schon Nachkauf. Dann habe ich hier etwas, was ich noch nicht gezeigt habe. Und zwar ist das Eyelash Growth Serum. Longer and Thicker, also so ein Wachstumsserum. Das habe ich noch relativ neu. Das ist ein pures, natürliches Pflanzengedöns. Und es hat überhaupt keine Hormone. Denn ihr müsst wissen, dass viele von diesen Sachen, die das Wimpernwachstum fördern, eben Hormone beinhalten. Und wie das ganz genau zusammenhängt, weiß ich nicht. Werde ich mich nochmal drum kümmern. Können wir mal ein separates Video drüber machen. Den habe ich also auch. Dann habe ich hier noch was Weißes. Und zwar ist das ein Eyeliner Pen von Essence. Long Lasting in Weiß.
Den benutze ich manchmal als Kajalstift und ich habe ihn auch schon benutzt, als ich eine Lidschattenprobe gemacht habe, habe ich da ein bisschen mit rumgespielt. Hat Spaß gemacht, ist eine feine Sache, relativ feine Spitze. Und ihr seht, hier ist ein bisschen Farbe dran. Egal. Was habe ich noch? Ah, dann habe ich auch von Moment ein Schimmerstick. Also den habe ich schon ganz lange. Den hatte ich, glaube ich, schon irgendwie, bevor ich Videos gemacht habe. Und zwar ist das ein Highlighter-Stick. Und da sieht man auch, guckt mal, unten ist er weiß und oben ist schon Foundation dran. Also die Qualität ist, glaube ich, ein bisschen fragwürdig. Ich würde ihn mir jetzt hier mal drauf machen. Mal gucken. Also langsam traue ich mich heran. Schaut. Ah, das ist ganz gut. Der ist gar nicht so schlecht. Schaut mal. Weil der hat jetzt keine Partikel. Also er hat jetzt nicht diese groben Schimmerpartikel. Seht ihr? Der ist sehr cremig und feines Ding, das ja. Guck mal. Es wird nicht viel leerer. Ich suche jetzt mal alle Kajalstifte, die ich habe, raus. Weil die können wir alle in einem Abwasch machen, oder? Weil ich habe mittlerweile viele farbige Kajalstifte angesammelt. Manche befürchte ich sogar doppelt. Ist aber nicht tragisch, also mir macht das nichts. Guckt euch das an. Das ist ja wohl echt krass, oder? Moment, hier ist, nee, das ist ein Lippenkonturstift. Das ist ein Eyeliner, passt, kommt auch mit dabei. Und hier, jetzt guckt ihr das an. Das ist, weil ich herausgefunden habe, dass ich nicht nur schwarz tragen möchte. Also, der hier, richtig cool, von der Firma Essence Kajal Pencil. Pencil Farbennummer. The Murray Team. Ja, den mag ich sehr. Waterproof, tolle Farbe, verlinke ich euch. Klasse Produkt. Den hier von Catrice. Moment, da muss ich noch einen von haben. Da sind sie. Die beiden habe ich auch schon mal vorgestellt. Die mag ich auch total. Die sind, das ist der Cool Kajal von Catrice. Einmal in der Farbe Blue Tiefhull und einmal in der Gray That Set Farbe. Mag ich sehr, liebe ich, mache ich auch wunderbar gerne auf die Augen. Relativ neu habe ich von Manhattan diese Farbe. Das ist so ein dunkles, etwas schimmerndes Grün. Sieht hier jetzt türkis aus, ist es aber nicht. Der ist Endless Day und Waterproof. Mag ich sehr. Dann habe ich einen, den ich richtig gerne mag zu meinen blauen Augen. Und zwar ist das der Perfect Stay Waterproof und Long Lasting Kajal in der Farbe Sweet Khaki von der Firma Astor. Auch den werde ich euch verlinken, weil der ist wunderbar. Und dann habe ich mir mal richtig was getraut. Und zwar habe ich einen in so einem richtigen Burgund-Lila, würde ich sagen. Auch von Manhattan Endless Stay Waterproof Gel Eyeliner. Den benutze ich aber auch als Kajalstift, weil der hält super auf der Wasserlinie. Ich habe noch einen von Douglas in so einem Türkis. Könnt ihr das sehen? Den mag ich auch sehr, ist aber auch das Modell zum Anspitzen. Den habe ich erst einmal benutzt, aber der passt wunderbar zu blauen Augen und zu grünen ja wohl allemal. Welchen ich heute benutzt habe auf der Wasserlinie, ist dieser hier, weil das Weiß ist mir dann doch ein bisschen zu hart. Das ist ein Stift zum Rausdrehen. Der hat so ein bisschen ja, Hautfarbe, ein klein wenig heller, schimmert so ein bisschen. Trage ich gerne. Ist auch von der Firma Manhattan Endless Day Waterproof. Also ich werde euch die zusammen verlinken. Alles schön. Dann habe ich noch einen ganz dunklen und wieder Manhattan Endless Day Waterproof. Unglaublich. Das ist so ein Marineblau. Und wenn ich den drauf habe, dann richtig bling bling strahl. So, und dann habe ich noch vier in Schwarz. Da muss ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Na, das ist von Eustar, das ist von Cone Me Beautiful Essence und Maybelline. Der von Maybelline ist auch schon älter. Der befand sich schon vorher in meiner Sammlung.
So, das war das. Dann habe ich Augenbrauenprodukte und zwar einmal diesen Stift von Trend It Up Waterproof Brow Liner Waterproof. Den mag ich gerne. Der hat einmal einen Spoolie und einmal, ach, zum Auftragen diesen Stift habe ich euch auch schon mal vorgestellt. Den trage ich auch heute. Ich mache meinen Pony nicht hoch, das habt ihr jetzt davon. Was habe ich denn hier noch? Hier habe ich auch einen Brow Pencil von Wet n Wild, auch wieder Spoolie. Und das ist der, den ich euch im Wet n Wild Video vorgestellt habe. Der ist auch so abgeschrägt, ziemlich cremig, ziemlich cool. Den mag ich auch richtig gerne, den verwende ich abwechselnd hiermit. Diesen hier habe ich aufgebraucht von Catrice, den Slimmatic Ultra Precise. Nur war wirklich nicht viel drin, weil da kommt nichts mehr, ne, klack, klack. Aber den nehme ich noch für ein als Spoolie, weil ich habe ja auch diese, ach, die man so mit dem Pinsel aufträgt und da brauche ich den und habe mir das eben einfach aufgehoben. Was habe ich noch? Hier ist noch was Weißes. Und zwar Soft Sensation Moisturing Lip Liner. Ah ja, genau. Ich habe doch immer das Pech, dass ich keine Lip Liner mit habe, ne. Und weil ich nicht so viele will, habe ich mir von NYX den gekauft in dieser Farbe. Das ist halt auch so ein, ja, so ein Allerweltston, ganz klein wenig dunkler als meine natürliche Lippenfarbe. Also auch schon universell einsetzbar. Ganz schön soft. Ich mag den, verlinke ich euch. Und damit ich mir nicht für jeden Lippenstift, der da noch kommen mag, also genau weiß man das ja bei mir nicht, habe ich mir einen gegönnt, der einfach farblos ist. Und wie ihr seht, ist mir abgebrochen, weil der so soft, der war ratzfatz, war die Spitze weg von der Firma Astor. Finde ich aber gut als Alternative zu den ganzen farblich angepassten, weil er tut, was er soll. Also er hält praktisch den Lippenstift auf den Lippen fest, sodass die Farbe nicht in die tiefen, fiesen Falten läuft. Ich guck mal, was ich hier noch habe. Ah, das hier zum Beispiel finde ich auch gut. Das ist von Isadora. Das ist eine Firma, die es ebenfalls bei Douglas gibt. Das ist so ein zweierlei Stift. Ich benutze den, das ist also ein Duo-Highlighter. Ihr könnt den als Highlighter für die Wangenpartie nutzen oder so wie ich auf den Augen. Der hat eine matte Seite, seht ihr? Und im gleichen Farbton, mein Hund flippt schon wieder aus dem Garten. Und eine glitzerige Falte, also nicht Seite, Falte. Jetzt bin ich so in dem Faltenmodus. Könnt ihr mal sehen, alte Frauen und Falten. Das ist ein Trauma. Seht ihr? Der eine ist halt matt, dieser hier. Und der andere hat so ein bisschen Bling-Bling. Und die trage ich mir manchmal ganz schmal oder ganz zart am oberen Wimpernkranz auf. Also statt Eyeliner nehme ich das und mache einen wunderbar offenen Blick. Etwas Ähnliches in der Art habe ich den hier der Firma Astor 24 Stunden perfekt und den habe ich schon so viel genutzt, dass die Schrift abgegrabbelt ist. Aber der ist jetzt halt nur glänzend, aber sowas von genial, Leute. Schau mal, da bist du doch hin und weg, oder? Also den mag ich und der hält. Also ich habe den weder verschmiert, der bleibt an Ort und Stelle und dafür liebe ich ihn. Den verlinke ich euch. Ein ähnliches Produkt wieder von der Firma Manhattan. Amazing Double Effect Eyeshadow und Liner. Ein Kohlkajal haben wir hier. Jetzt sind wir einmal dabei. Hat auch so ein Bling Bling. Guckt mal. Hat so einen metallischen Ton. Und auf der anderen Seite ist ein Lidschatten. Da ist dann also auch der Kopf des Stiftes ein anderer. Und das ist so ein richtiger schöner Bronzeton. Auch ein wunderbares Produkt und vor allem man hat gleich zwei Sachen in einem. Ich glaube, den habe ich euch noch nicht vorgestellt. Wunderbare Geschichte. Was habe ich denn hier noch? Hier habe ich einen Liquid Liner von Catrice. Oh, waterproof. Ja, ich und Eyeliner, wisst ihr. Ist auch eine unendliche Geschichte. Beim letzten Video, wer drauf geachtet hat, habe ich einen Eyeliner drauf gehabt, habe dafür meine unteren Wimpern nicht getuscht. Müsst ihr mal schauen. Das war das Rossmann-Video. Da habe ich den benutzt.
habe ihn auch relativ schick auf mein Lied bekommen. Also da bin ich auch noch wunderbar unperfekt, aber hat mir schon ganz gut gefallen und ich habe mir auch keine Sorgen drum gemacht, wie ich aussehe. Was habe ich hier denn? Von Art Deco Clear Lash Brow Gel. Kein Stift. Das Ding ist alt. Das hat die Zeit hinter sich. Ich glaube, das kann ich entsorgen. Das von Revolution Augenbrauenstift. War auch in diesem komischen Adventskalender drin. Also Leute, auch wie dieses Huster Eyeliner Black war auch in dem Adventskalender. Was mir hieran nicht gefällt, ist diese total, seht ihr das? Die ist so hart, diese Spitze. Na, da kratzt sie dir oben an den Wimpern lang. Da tut richtig weh. Kann ich eigentlich auch direkt entsorgen. Was habe ich hier denn noch? Freedom. Be free to make a professional London Pro Eye Primer. Guck an, wusste ich gar nicht mehr, dass ich das habe. Ich nehme an, das ist auch so ein Produkt, was man verwendet, um das Lid zu setzen, bevor der Lidschatten zum Einsatz kommt. Mal gucken. Ja, to be applied before eyeshadow. Und crease-free color. Mit großer Haltbarkeit. Oh, habe ich noch gar nicht ausprobiert. Vielleicht gar nicht uninteressant. Na schön, dass wir heute mal das Körbchen ausgepackt haben. So, und was habe ich hier noch? Ein Whitening Pen von Trended Up. Habe ich, glaube ich, bei DM gekauft. Und zwar Nagellack vertuscht oder unter den Nägeln. Schnell eingesetzt, noch nicht benutzt. Weil ich fand die Spitze so ein bisschen denkwürdig, guckt mal. Also richtig präzise damit arbeiten ist wohl nicht. Keine Ahnung. Ja, kommt, Lady, so schlecht war ich doch gar nicht, oder? Also ich meine, das ging jetzt ratzfatz, aber es sind auch Produkte bei, die einfach nicht so wirklich richtig, richtig cool sind. Die Produkte, die ich selber persönlich sehr häufig nutze, wo ich öfter zugreife, die werde ich euch verlinken. Ansonsten, wenn ihr auf die Schnelle was gesehen habt, was euch interessiert, lasst es mich wissen. Wir können die auch zusammen testen, zum Beispiel ganzen verschiedenen Eyeliner-Farben oder whatever. Müsst ihr gucken, wenn ihr Lust zu habt, sagt mir Bescheid. Das ist meine Kiste Stifte. Das ist nochmal der Inhalt. Diese beiden Schätzchen sehen wir demnächst wieder bei meinem... Ja, wir machen alles mit Creme-Make-up. Mal gucken, ob die Falten dadurch besser zu handeln sind. Das wird auch kommen. Also ich habe noch so etliche Videoideen und etliches, was mir so im Kopf rumschwirrt. Aber ich muss immer gucken, wie kriege ich das jetzt gerade hin? Was will ich überhaupt damit sagen? Und da ich weiß, Schminksammlungen werden ganz gerne mal geguckt und ich jetzt noch so am Anfang bin, also ich habe jetzt erst ein halbes Jahr rum, wollte ich euch einfach noch mal zeigen, was ich nach einem halben Jahr schon bei mir angesammelt hat. Wenn ihr eine andere Geschichte sehen wollt, wie Foundation, Primer, Puder, also Puder habe ich auch ohne Ende, oder alle Lidschattenpaletten, die ich habe, dann sagt einfach in den Kommentaren Bescheid. Und wir wuppen das Ding, nicht wahr, Ladies und Gentlemen? Wir haben übrigens einen ganz jungen Mann bei uns, der ist 20. Und den möchte ich einfach auch noch mal separat grüßen. Ist jetzt wohl ein regelmäßiger Zuschauer und ich freue mich total, weil ein 20-jähriger junger Mann, der sich so eine alte Frau vor der Kamera anguckt, Hut ab, würde ich jetzt mal so sagen. Und er hat all unsere Aufmerksamkeit verdient, oder? So, Ladies, das ist nochmal das, was ich geswatcht habe. Schön bling bling. Ich kümmere mich jetzt darum, dass ich es wegkriege und dann gehe ich ein Brot backen. Und dann setze ich mich in den Garten, werde meine Hunde ein bisschen bespaßen und vielleicht noch eine Runde spinnen und lasse den Tag ausklingen. Also, ich wünsche euch einen ebenso schönen Tag, wie ich heute habe. Macht es gut, kommentiert fleißig, seid lieb zueinander, aber das seid ihr sowieso, weil ihr seid die großartigsten Zuschauer, die sich jemand wünschen kann. Und danke, dass ihr dafür mich ausgesucht habt, um euch Infos zu geben und Freude in eure Herzen zu bringen. Oh Gott, das war so total schwülstig, wa?
So, ihr kommt auf den Teppich, übertreib's nicht, sag tschüss, ich sag tschüss, bin liebes Kind, bis zum nächsten Mal. Tschüss.